Hallo da draußen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn ihr mal was Leckeres zum Frühstück braucht, habe ich jetzt genau das Richtige für euch, nämlich ein Grilled Cheese Sandwich. Ihr braucht dazu ein bisschen Zeit, weil das muss langsam schön kross werden. Und natürlich ist klassischerweise ein Spiegelei dabei, ein bisschen Bacon, Butter und dann braucht ihr noch Schmelzkäse. Das alles kommt dann quasi zusammengehappt in die Pfanne. Den Bacon müssen wir vorher noch anbraten, zusammen mit dem Spiegelei. Und anschließend ist das Grilled Cheese Sandwich auch schon fertig. Zuerst brate ich den Bacon schön kross in einer Pfanne an, dann umdrehen und wenn das fertig ist, brauche ich ein Spiegelei. Einfach kurz in der Pfanne anbraten, das kommt dann erstmal beiseite und jetzt butter ich einen Toast, das kommt mit der gebutterten Seite auf die Pfanne, Käse oben drauf, dann das fertige Spiegelei, den Bacon. Ich benutze hier insgesamt 3 Scheiben und danach noch eine Scheibe mit dem Schmelzkäse und danach brauche ich nochmal eine gebutterte Scheibe Toast. Die kommt dann oben drauf und danach wird es vorsichtig gewendet. Die gebutterte Seite muss wieder zur Pfanne zeigen. Dann nochmal bei mittlerer Hitze alles schön anbraten und anschließend ist das Grilled Cheese Sandwich fertig. So sieht das Sandwich aus, es ist richtig schön zerlaufen, so muss es sein und das ist einfach nur zum Anbeißen. Und das mache ich natürlich auch jetzt. Da gibt es einfach nicht mehr viel zu sagen, es schmeckt einfach nur himmlisch. Wenn ihr jetzt zum kommenden Wochenende vielleicht jemandem eine Freude machen wollt und jemanden, naja, mit einem tollen Frühstück wecken wollt, ist das glaube ich genau das Richtige. Wenn ihr dann das Sandwich aufschneidet und der zerlaufende Käse so langsam rauskommt, und man sieht den leckeren Bacon, das ist einfach fantastisch. Macht auf jeden Fall nach, es lohnt sich auf jeden Fall. Die ganzen Zutaten dafür sind auch mal in der Infobox aufgelistet. Und schaut auch mal auf multikoch.de vorbei, da gibt es bis heute 20% Rabatt auf alle Gewürze. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr die kommenden Rezepte nicht verpasst. Und dann sage ich schon mal bis morgen. Tschüss.